Herzlich willkommen in Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen mit einem riesengroßen Schiff. Das Narrenschiff von Oskar Laske. Wie in einem Wimmelbild entfaltet Oskar Laske mit seinem ironisch scharfen Blick auf das Menschsein bereits 1923 ein Kaleidoskop an menschlichen Abgründen und Scheußlichkeiten. Ein Mikrokosmos auf einem riesengroßen Dampfer, da wird gefeiert, da wird gehurt, da erleben wir die Kreuzigung Christi nebst den Kriminellen auf einem wie ein Kalvarienberg sich erhebendes kleines Berglein, die Prozession mit Blattgold auf Tempera auf Leinwand gemalt, erlaubt die ironisierende Brechung zu spüren, die er mitschwingen lässt, wenn er den Pomp der katholischen Kirche im Umgang mit dem puren Leid und dem Umstand, dass sich Jesus Christus der Welt opfert, die so gar nicht zu schätzen weiß, was Gutes in die Welt gebracht wird. Wüste Ausschweifungen in detailreicher, humorig, witziger, köstlicher Darstellung. Kleine Szenen in Menschenansammlungen voll der Dichte, wüste, dystopische Verhältnisse und über allem prangt unter einem Glassturz das goldene Kalb tatsächlich mit Blattgold hineingesetzt. Wenn unser Blick sich an einem Detail festgeheftet hat, um sich an dieser lustvollen Erzählung zu ergötzen, wird er sofort weitergetrieben zur nächsten und wir sind verortet in historischen Veränderungen. 1915 wird Oskar Laske einrücken müssen. Der Erste Weltkrieg ist ausgebrochen. Er wird für das Kriegsministerium Pressedienst tun als Soldat und damit ganz nahe heranrücken an die Scheußlichkeiten menschlicher Unbill und an das völlige Versagen der Diplomatie und Politik, die dazu führen, dass sich Menschen abschlachten und in den Abgrund treiben. Oskar Laske, der eigentlich, nachdem er Privatunterricht bei einem Maler genommen hatte, bei Otto Wagner an der Akademie der Bildenden Künste zum Architekten ausgebildet wurde, wie sein Vater Oskar Laske Senior, wird vor allem mit seinem malerischen Œuvre eine unglaubliche Modernität und einen politischen Scharfsinn verkörpern, der uns auch heute noch erlaubt, den Dingen auf den Grund zu gehen, indem wir diesen Humor, diesen Witz, diese Schärfe, diese Ironie eines Bildes, das so erzählend ist, wie ein Peter Bruegel oder ein Hieronymus Bosch, erlaubt er uns die Abgründigkeit dieser Welt, der Hai, der nur darauf wartet, dass die Särge über Bord geworfen werden und Menschen in ihrem absoluten Wahn, im Tanz über dem Vulkan selbst über die Reling springen. Oskar Laske als Zeitzeuge und scharfer Beobachter, der uns erlaubt, mit diesem 1923 gemalten Bild geradezu visionär das vorausblickend zu sehen, was im Zuge der Verwerfung des Zweiten Weltkrieges logische Konsequenz sein wird. Aber ein Bild, das dies so charmant, kurios, originell und witzig an uns heranträgt, dass wir schwanken zwischen gruselnder Scheu und Begeisterung, lustvollem Entdecken von Details. Wir freuen uns jedenfalls, wenn Sie sich auf Entdeckungsreise begeben und auf dem Deck des Narrenschiffs Ihre eigene kleine Erzählung finden. Wir freuen uns jedenfalls auf ein Wiedersehen in der Österreichischen Galerie Belvedere.